Ich bin noch etwas verschlafen, während ich hinter diesem indischen Kuhstall sitze. Und beim morgendlichen Frühstück, was so lecker war, oh, es war wieder so toll, ist mir eine Sache bewusst geworden. Und zwar ist es in Indien so, die Menschen essen wirklich nur so viel, bis sie wirklich satt sind. Und teilweise ist der halbe Teller dann noch voll und das wird alles weggeschmissen. Wo das erstmal mich eine ganze Weile beschäftigt hat, da habe ich innerlich geschluckt und habe gemerkt, okay, krass, also mindestens ein Drittel von dem, was insgesamt gekocht wurde, geht sofort wieder in die Tonne. Und habe mich dann aber einfach mehr und mehr da rein entspannt und merke jetzt, dass ich eine ganz neue Perspektive darauf gewonnen habe, was auch bei uns in Deutschland gerade, glaube ich, sehr stark geprägt ist. Nämlich, hier ist es so, das Essen kommt auf den Kompost und wird zu Erde. Die Leute haben das eh vom eigenen Feld großteils geholt und das geht direkt wieder in die Natur zurück. Also es wird 100% recycelt. Also würden die es nicht essen, dann würde es jemand anders essen und früher oder später wird es wieder zu Kompost. Was wollte ich sagen? Was ich in Deutschland merke, ist, dass sehr, sehr stark dass es sehr stark in der Kultur ist, man muss seinen Teller aufessen und man sollte alles aufessen, was ich mir vorstelle, was noch viel aus der Nachkriegszeit kommt, wo es einfach wenig gab. Also ich kenne es noch sehr stark von meinen Großeltern, dass das ganz wichtig war und wie sparsam die waren, also mit Sachen auskratzen und wirklich das letzte bisschen Marmelade oder Butter abschaben. Und also ich finde das auch gut, sparsam zu sein, nur wenn das mit dieser Emotion verbunden ist von ich muss das unbedingt und ich esse über den eigenen Hunger hinaus, um nichts wegzuwerfen, dann geht es in eine Richtung, wo es einfach nicht mehr so positiv ist, finde ich. Und damit möchte ich dir gerade einfach ins Bewusstsein bringen. Schau mal beim Essen, wo genau der Punkt ist, wo du eigentlich aufhören willst zu essen und vielleicht weiter isst aus genau diesem Grund oder aus anderen Gründen. Und mach das mal wirklich, damit dem Essen aufzuhören und vielleicht das sogar wegzuschmeißen. Einfach ein einziges Mal, um zu schauen, was da emotional bei dir passiert. Ich habe das nämlich mal gemacht in einer anderen Ausbildung. Da war das eine Aufgabe, zum Mittagessen zu gehen, genau die Hälfte zu essen und den Rest zurückgeben. Und das war für mich echt eine krasse Herausforderung. Also da ging es auch so ums Thema Wunschgewicht und Gewichtsreduktion. Also wie kann ich gesund abnehmen? Und das ist eine sehr große Ursache für viele, zumindest laut meinem Ausbilder damals, warum Menschen übergewichtig sind. Dass sie nicht dann aufhören, wenn der Körper sagt, so jetzt reicht's, bitte hör auf zu essen. Ab jetzt zieht's mir mehr Energie, das Essen zu verdauen, als du mir zuführst. Ich bin gespannt, was deine Gedanken und Meinungen dazu sind. Ich freue mich, von dir zu hören und wünsche dir einen tollen Tag aus dem schon jetzt 30 Grad im Schatten warmen Indien um, ich glaube, 9:30 Uhr morgens. Mal schauen, wie ich den Tag überstehe.